Ich lese euch heute Morgen ein Vers vor aus dem Wort Gottes, aus dem Römerbrief, Kapitel 14. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Darum soll es gehen, um das, was darin ausgedrückt wird. Die Schriftstelle wird euch allen wohl vertraut sein, ist ja wirklich bekannt. Und sie enthält anscheinend nichts von Neuigkeitswert. Es steht da mit ganz wenigen Worten, wie das aussieht, wenn man in der alltäglichen Nachfolge Jesu sich befindet oder wie es aussehen soll. Aber meine Frage ist die, indem ich nun diesen Soll-Zustand, diese Soll-Beschreibung im Vergleich setze mit dem, was bei uns so ganz alltäglich abläuft. Die Frage ist wirklich, wie sieht es denn bei uns tatsächlich aus? Was ist unsere Ausgangssituation im Hinblick auf Führung durch unseren Herrn im Alltag? Ich will es mal ein wenig beschreiben und ich glaube, dass ich damit schon sehr vieles von dem einfange, was so an Erleben und Abläufen in uns vorliegt. Ich denke, dass viele so sagen, ja, ich habe das vor und habe jene Idee und da ist mir jener Gedanke gekommen und dann verfolge ich so einen bestimmten Plan und ich merke da einen bestimmten Wunsch und es zieht eine Neigung in mir, mich dorthin und ich habe diese Vorstellung, Zielvorstellung und ich plane das und ich habe den Eindruck, dass ich das und das tun soll oder ich habe Freude daran, das so und so zu machen oder mir ist danach zumute, jetzt das und das zu tun oder die charismatische Version wäre, ich habe es auf dem Herzen, das und das zu tun. So ungefähr sind doch unsere Regungen dabei. Wenn es darum geht, dass wir hier sind, in einem bestimmten zeitlichen Jetzt und hier und dann von da aus weitergehen wollen in die nächste nahe Zukunft hinein. Bei all dem, was ich aufgezählt habe, auch wenn man das noch anders ausdrücken könnte, ist es so, dass das jeweilige Ich der Ausgangspunkt ist oder der Geburtsplatz ist von unseren Wünschen, unseren Planungen, unseren Erwartungen, von unseren Berechnungen, von unseren Hoffnungen. Aber natürlich, wir wissen, an Gottes Segen ist alles gelegen. So ein schöner, alter deutscher Spruch, der auf manchen Giebelwänden, vor allen Dingen im südlichen Teil Deutschlands, zu lesen ist. Also, weil es mir darum geht und ich sehr daran interessiert bin, dass der Segen Gottes kommt zu dem, was ich vorhabe, bitte ich natürlich den Herrn, ich bitte ihn zu segnen, das abzusegnen, was ich vorhabe, mir zu helfen beim Umsetzen und das zu realisieren. Und so ist das Verfahren, wenn wir genau genug hinschauen und ganz ehrlich sind, immer wieder dasselbe, Tag ein, Tag aus, Woche ein, Woche aus, jeden Monat und all die Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte, immer wieder dasselbe. Wir wünschen was, wir planen was, wir bitten den Herrn, dass er uns helfen möge, es umzusetzen. Und ihr Lieben, da muss irgendetwas dran verkehrt sein, denn es geschieht trotz des Nachweises von manchen schönen Segnungen und Wundern unter uns, preis dem Herrn, dass sie da sind, es geschieht relativ zu wenig bezogen auf das, was das Wort Gottes uns verheißt, was wir durchgehend erleben sollen an göttlichen Erfahrungen, wunderbaren Segnungen und seiner Aushilfe, wenn wir uns an ihn wenden. Da muss irgendetwas verkehrt sein. Und ich will es gleich sagen mit einem ganz massiven, klaren Satz. Gott segnet nur seine eigenen Pläne. Das ganze System, was ich jetzt bis jetzt vorgetragen habe, auch wenn es an mancher Stelle da und dort noch verändert sein mag,
Das ganze System ist total verdreht. Er, unser Herr, ist abhängig von uns und unseren Vorgaben, nicht mehr wir von ihm, wie es eigentlich sein soll. Er ist ein Büttel geworden der Erfüllung unserer Wünsche. Wir sind das Entscheidungszentrum und er ist der Umsetzer unserer Pläne. Alles ist auf den Kopf gestellt. Das kann so nicht funktionieren, wenn Gott Gott ist. Aber wenn wir das so einsehen und dann pflichtschuldig den Rückzug antreten und sagen, ja, Herr, das geht so nicht. Ich kann dich nicht einfach zwingen, in meine Pläne und mein System hineinzukommen. Wenn wir also uns auf seinen Willen einlassen, was geschieht dann genau genommen bei dieser doch gegebenen Ausgangssituation? Wie läuft das? Dann haben wir unsere Impulse und unsere lusterzeugenden Gedanken und Pläne, aber wir müssen sie unterdrücken und niederringen. Wir müssen gegen sie vorgehen, gegen etwas vorgehen, was in uns zustande kommt, was aus uns selbst gekommen ist. Und dabei werden wir unvermeidbar in Spannung geraten. Wir werden erleben, dass es so einen Neigungspflichtkonflikt kommt und wir landen in Zerrissenheit. Und dann werden wir sehen, dass wir einen fremden Willen gegen innere Zerknirschung oder mit innerer Zerknirschung gegen unseren Willen, mit Widerwillen also übernehmen. Das nennen wir dann Gehorsam oder sogar Führung. Aber in Wirklichkeit ist es eine Karikatur von Führung. Und das ist so arg, da können nur die Hühner drüber lachen, ihr Lieben. Das hat nichts zu tun mit dem Original. Da wird Spannung und auch Spaltung in unserer Person erzeugt. Wir müssen uns Gewalt antun und aus Angst vor Gott und vor seiner Strafe und damit wir nicht Verkehrtes tun, werden wir uns dann dem angleichen, was der Herr sagt, wenn es hochkommt und wenn es gut kommt. Aber die ganze Angelegenheit, das alles, was wir so Führung nennen, auf dieser Ebene ist eine einzige Farce. Ist das nicht so? Mindestens weitgehend so. Ihr seid sonderbar ruhig in diesem Augenblick, ja? Gut. Dann rede ich nur von mir. Ihr Lieben, dahinter ist ein gewaltiges Stück geistlicher Lebenswirklichkeit oder Unwirklichkeit. Da ist immer dieser Kampf. Da gibt es ein altes Wort, das sagt, alles, was Spaß macht, ist entweder teuer oder verboten oder macht dick. Und ich füge heute hinzu, als vierten Punkt, der Herr ist dagegen. Ihr kennt wahrscheinlich oder einige unter euch das Gefühl, in dir kommt so ein Wunsch hoch. Ich will gar nicht sagen, ob er göttlich oder nicht göttlich ist. Er kommt so einfach hoch. Er gefällt dir. Er fasziniert dich. Und dann geht es daran, das irgendwie zur Realisierung zu bringen. Und dann kommt der Gegenimpuls. Und etwas in dir sagt, vergiss es. Der Herr ist dagegen. Der Herr ist gegen alles, was Spaß macht. Das ist ein fataler Eindruck. Der hängt mit dieser Grundsituation zusammen. Und ihr Lieben, da müssen wir raus. Da müssen wir unbedingt raus. Und ich habe euch eine ganz, ganz hohe Botschaft zu bringen. Es gibt einen herrlichen Weg heraus. Und den will ich euch jetzt zeigen. Fangt schon an zu lächeln. Das Original von Gottes Führung ist total anders. Halleluja. Ist viel, viel schöner und vor allem total entspannend. Wir werden vom Heiligen Geist geleitet. Das Wort sagt sogar getrieben. Im Griechischen steht ein Wort, was so vom Sinn her zwischen Führung und Getriebensein steht. Ja. Aber eben lustvoll getrieben, mit einer totalen inneren Übereinstimmung mit den Zielen unseres Herrn. Und in einer gleichsinnigen Neigung. Das ist fantastisch. Der Herr will etwas und in uns ist dasselbe, was er will. Es gibt keinen Kampf, kein Niederringen von Gegenimpulsen. Halleluja. Keine interne Gegenströmung.
kein Nachgeben müssen gegen das Lustgefälle, weil es auch anständig ist, dass man das tut, was der Herr sagt, und dass man immer verzichten muss. Nein, ihr Lieben, diese Art von Führung, die ich heute verkündige, sie ist schön. Sie ist spannungsfrei, sie ist verwundungsfrei, sie ist frustfrei und komplikationsfrei. Halleluja. Und ihr Lieben, wir können sie auch ohne Angst gehen, ohne Angst, dass sie bestraft werden, dass wir uns doch geirrt haben in der Feststellung der Richtung, wo wir lang gehen wollen, und dass es am Schluss keine Blamage gibt, keinen Misserfolg, sondern dass wir Frucht sehen werden, dass der Herr, dem wir uns anvertraut haben, genau weiß, wo es hingeht, alle Schwierigkeiten kennt, sie entweder mit uns durchdringt oder herumgeht. Wir werden nicht scheitern. Meine lieben Schwestern und Brüder und liebe Freunde, die Frage lautet: Wie kommen wir zu diesem paradiesischen Zustand jetzt und heute hier auf dieser Erde? Fragezeichen. Wollt ihr es wissen? Der Heilige Geist bewirkt die aktuelle Führung. Er sagt, wo es lang geht, wenn wir uns mit ihm unterhalten und wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben. Das ist der eine Punkt. Aber wer und was schafft in uns die Neigung, die in völliger Übereinstimmung mit der Führung des Heiligen Geistes ist? Das ist die Frage. Man kann das Ding ziemlich einfach und doch so logisch aufschnüren und dann entsprechend die Teilantworten finden und sie zusammensetzen. Es soll also gar nicht erst diese Anfangsspannung, von der ich eben gesprochen habe, aufkommen, dass wir selbst etwas wünschen, was schon so Freude und Lust entbindet. Und dann kommt der Herr mit seinen Gedanken, dann müssen wir uns angleichen und dann müssen wir kämpfen und ringen und am Schluss sagen, ja Herr, du hast ja immer recht und ich weiß, was du machst, ist gut. Also gebe ich wieder einmal nach und so weiter. Das wollen wir nicht haben. Das ist verkehrt. Und ihr Lieben, das ist die Wirklichkeit. Das ist die Wirklichkeit in den allermeisten Leben, auch von wiedergeborenen Menschen. Die anderen können so und so nicht. Und die anderen haben ja auch keinen, der dazwischen geht. Die haben vielleicht ihr eigenes Gewissen, ihr Über-Ich, wie Freud sagt, aber das ist dann noch ein ganz anderes Kapitel. Wie kommen wir aus diesem Dilemma heraus? Wir haben uns angesehen, Römer 8, Vers 14. Achtet auf das Wort denn. Ihr wisst, dass ich schon einige Mal darauf hingewiesen habe, dass es erstaunlich viele Dens in der Bibel gibt. Eine überzufällige Häufung von Dens, ein Den ist ein anderes Wort für eine Begründung, enthält dieses Weil in sich und verbindet diesen Satz mit dem Satz, der davor ist. Und den wollen wir uns einmal anschauen. Römer 8, Vers 13. Römer 8, Vers 13. Den ersten Satz nur ganz wenig, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Das wollen wir jetzt nicht uns anhören. Ja. Ich kann darüber gerne reden, ja, wenn ihr wollt. Ja, ich kann nicht. Diesen Satz verstehe ich, ihr Lieben. Glaubt mir das. Ich habe es nur einige Male euch vorgelegt. Ja. Und vielleicht kommt er auch nachher dran. Vielleicht kommt er dran, wer weiß. Ja. Aber der zweite Satz. Wenn ihr aber durch den Geist, dein Geist, unser Geist, mein Geist, nicht der Heilige Geist in diesem Fall, wenn ihr aber durch euren Geist, füge ich mal hinzu, die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Und wisst ihr, darin ist die Begründung für die ganz konkrete Frage, die ich aufgeworfen habe, die wir uns eigentlich alle stellen müssen und die dringend eine Beantwortung braucht. Wie können wir diese Spannung von vornherein verhindern? Die Antwort lautet, und ihr seht, dass wir, habt ihr schon längst entdeckt, dass wir wieder ganz wesentlich in die Lehre über den neuen Geist hineingekommen sind, über die neue Schöpfung, über das, was wir in Christus sind und was der Herr uns bereits gegeben hat und was wir in ihm sind.
Und zwar so massiv kommen wir hinein, dass wir uns fragen müssen, allen Ernstes fragen müssen, wie haben wir es bis jetzt geschafft? Wie sind wir bis jetzt ausgekommen ohne diese Einsichten, zum Beispiel im Bereich des Themas Führung? Die Antwort lautet, weil du durch deine Hinkehr zu Jesus Christus oder unsere lieben Gäste und Freunde, die das heute erfahren können, wenn sie wollen, und wir werben darum, weil du dadurch nicht nur neue Gedanken, neue theologische oder religiöse Glaubenssätze bejaht hast, nein, sondern weil du durch dein Ja zu Jesus deine Unabhängigkeit, deine Autonomie aufgegeben hast, wurde in dir etwas Gewaltiges bewirkt. Du wurdest eine andere Person. Die Bibel nennt das, du bist von Neuem geboren. Du bekommst einen neuen Geist oder du hast einen neuen Geist bekommen. Und wenn du diesen Geist aufbaust, dann vollziehen sich in dir revolutionäre Auswirkungen und wunderbare Dinge, die dich sehr, sehr segnen. Du wirst erleben, dass dieser Geist, wenn er erstarkt und wenn er ernährt wird und wenn er mündig wird und volle Reife und volle Funktion gefunden hat, dass er das göttliche Leben ist. Er ist das göttliche Leben, steht einige Verse davor im Römerbrief. Er ist Leben, dein Geist ist göttliches Leben. Viele Male hier dargelegt, immer mit dieser hinzugefügten griechischen Vokabel Zoe, die meint göttliches Leben, nicht biologisches Leben, nicht seelisches Leben oder eine andere Art von Leben, sondern göttliches Leben ist in deinem Geist. Dein Geist ist dieses göttliche Leben. Und wenn das so ist, dann strömt aus ihm göttliches Leben heraus. Und dieses Leben ist voller Freude und voller Kraft und voller Wonne und voller göttlichen Ziele natürlich und Tugenden und Kräften und natürlich selbstverständlich in Übereinstimmung mit Gott selbst. Gottes Leben muss doch dem entsprechen, was Gott und wer Gott selbst ist. Und deswegen wird es dir viel, viel Freude bereiten, von den Erstimpulsen her, die aus deinem Geist kommen, und viel Erfüllung bedeuten und viel Zufriedenheit bedeuten, wenn dieses Leben in dir anfängt, sich zu artikulieren und bestimmte Strebungen in dir deutlich werden zu lassen. Dann ist es eine Übereinstimmung von vornherein zwischen dir und dem göttlichen Leben, weil dein Ich dein Geist ist und weil in deinem Geist Jesus selbst vorhanden ist. Es ist eine totale Einheit. Von der Logik her, von den Prinzipien her, von der Theologie her und von der Praxis her kann es gar nicht anders sein, als dass von vornherein diese Diskrepanz, dieser Konflikt, dieses Dilemma außer Kraft gesetzt ist. Es gibt nur eine einheitliche, schöne, wunderbare Strömung in dir. In eine Richtung. Voller Freude, voller Genuss. Kann inzwischen einmal jemand Amen sagen? Amen. Danke, danke. A war das. Und jetzt kommt B als Begründung. Gleichzeitig ist es so, dass dieser Geist, wenn er erst einmal mündig ist, und das ist natürlich mein werbendes Reden und Predigen und Bemühen, dass die ganze Gemeinde das erfährt. Ihr Lieben, Berlin ist echt verunsichert oder ist nicht mehr zu halten in seiner alten Fassung, wenn wir ein paar hundert Leute, die wir hier sind, wenn wir das erleben. Wir werden Personen, geistliche Kristallisationskeime von gewaltiger Auswirkung. Unser Geist hat dann diese souveräne Art, diese selbstverständliche Überlegenheit, dass er einfach noch vorhandene fleischliche Impulse, hier Taten genannt, ja, einfach auslöscht, einfach ausdrückt, einfach tötet. Das kann er dann einfach. Er kann damit alle verkehrten Gelüste und autonomen, egoistischen Wünsche beseitigen. Das sind nämlich jene Neigungen, die am Anfang aus uns herauskommen, die im Gegensatz zu dem Willen Gottes sind. Diese Neigungen, die im Untergrund, wie die Schrift uns sagt, mehr oder weniger, ich will es mal ein bisschen offen lassen, immer noch vorhanden sein können, mit viel Konjunktiv, wie ihr merkt, ja, eben diese Kräfte sind so schwach,
Sie kommen nicht richtig hoch zu dem Entscheidungszentrum deiner Person, zur Seele und vor allen Dingen zum Geist. Sie können sich nicht durchsetzen, sie haben keine Kraft. Und der Geist ist so stark, aber auch so sehr mit lustvollen Inhalten besetzt, dass er das einfach niederhält, weil es nicht attraktiv ist. Das bringt keinen Gewinn für dich. Dieses Lustangebot, das von unten kommt, ist dann ekelhaft. Die Bibel redet an einigen Stellen davon, dass die Furcht des Herrn das Böse meidet, an einer anderen Stelle heißt es, das Böse hasst. Das ist ungefähr der Befund, der Zustand. Und dann kannst du es einfach töten. Und ich habe mehrfach euch vorgelegt, ich weiß, ich muss das wiederholen. Ich weiß, ihr Lieben, ich bin kein Freund der Wiederholung, aber dennoch ist die Wiederholung die Mutter der Weisheit. Wir haben eben, diese Dinge sind so kostbar und sind auch so ungewöhnlich, sind so wenig im Volke Gottes weltweit bekannt und gelehrt, ja, und haben auch etwas Abstraktes an sich, mindestens am Anfang, das ich unbedingt nachsetzen muss, ihr Lieben. Also dieses Töten ist unter anderem dieses Leugnen, Verleugnen des alten Selbst, deines alten Ichs. Und ich habe zu Hause mir immer wieder Gedanken darüber gemacht. Ich habe gemerkt, wie der Heilige Geist so ganz überraschend in meinem Alltag kam und mir sagte, lasst uns mal zurückkehren zum Thema Verleugnen. Und er hat mir klar gemacht, das sind einfache Zusammenhänge, aber sehr wirksam, Verleugnen ist nicht bekämpfen. Verleugnen ist nicht niederringen. Verleugnen ist nicht ein anstrengender Vorgang, wo man mit aller Gewalt sich gegen etwas stemmt. Nichts dergleichen. Verleugnen ist ganz einfach und ganz rabiat. Wenn jemand etwas oder einen verleugnet, dann sagt er, du bist für mich gar nicht da. Vielleicht bist du da, aber für mich bist du nicht da. Du bist Luft für mich. So behandle ich dich auch. Ich kümmere mich nicht um dich. Ich höre nicht hin. Ich schaue nicht zu. Ich missachte dich. Und ich töte dich einfach. Ihr Lieben, es ist wirklich so, jetzt in einem Zusammenhang, den ich nicht billigen möchte, das Verleugnen von Menschen in unserer Umgebung, die unsere Hilfe und unsere Liebe brauchen, ist tötend. Ist tötend. Und das bitte tut nicht. Es geht nur um das Verleugnen der abgesetzten fleischlichen Impulse und Kräfte des Fleisches, das dem Prinzip nach, theologisch nach, seine Macht verloren hat, aber immer noch da ist. Ja? Das sollen wir verleugnen. Und ich bitte euch, tut das, tut das. Ich werde vermutlich, ja, ich habe so viele Themen, wir bräuchten mehrere Sonntage, ja, so pro Woche zwei Sonntage, ja. Ich habe so viele Themen, die im Umfeld dieser wichtigen Botschaft euch nahebringen muss. Es brennt in mir, ja. Ich habe ja mein Heftchen, wo ich alle meine Bibel, meine Predigtthemen aufschreibe. Und ich immer wieder springe ich hoch und schreibe mir ein neues Thema auf, ja. Ich komme kaum durch, es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Okay. Wisst ihr, für den aufgebauten, mündigen, ernährten Geist geht das einfach ohne Anstrengung. Unser Geist kann das Fleisch töten. Aber die Wirklichkeit auf Erden sieht meistens so aus, bei den Gläubigen, dass der religiöse Anteil des Fleisches, der sich sehr, sehr edel darstellt, der will oder soll angeblich den anderen, den primitiveren Teil, den derberen Teil des Fleisches unter Zucht bringen, kontrollieren. Und das ist natürlich von vornherein ein einziger Betrug. Aber das machen wir. Das Fleisch kann das Fleisch nicht disziplinieren. Damit geht nach Hause mit diesem, nicht jetzt sofort, aber danach geht nach Hause mit diesem, das könnte eine Einsicht sein, ja, dass alle so zurechtgezupften, hoch kultivierten Formen vom fleischlichen, religiösen Verhalten, ja, erkennbar an Strebungen, erkennbar an kräftigen Intentionen, erkennbar an Anstrengung, erkennbar an Bemühung, all das, was damit einhergeht, ist fleischlich, all diese Regungen können niemals dein Fleisch disziplinieren. Außer Kraft setzen. Niemals.
Nur dein Geist kann es. Es muss etwas sein außerhalb deines alten Ichs. Es muss ein neues Ich sein. Das Göttliche, der Geist vom Gottesgeist, dein himmlischer Geist muss es sein. Halleluja. Versteht ihr das? Versteht ihr das? Das ist doch einfach zu verstehen. Ja? Wirklich? Wirklich? Ja? Ja. Danke, danke, danke. Okay, wir machen also weiter. Also vorhin der Einschub, den ich bringen wollte, nicht zu Ende geführt habe, war der, ich spüre, dass ich diese Zusammenhänge noch stärker bringen muss. Vielleicht werde ich heute, wenn es die Zeit zulässt, noch ein wenig das ausführen. Aber wir müssen sehen. Ja, also einmal, der Geist in sich ist göttlich und bringt die richtige Strebung. Und zweitens tötet er den verbliebenen Rest von fleischlichen Impulsen oder Residuen oder Fragmenten, die sich doch immer noch durchsetzen wollen. Und früher hat dann unser religiöses Fleisch das versucht niederzutun. Das ist nur ein Scheingefecht natürlich, ja, völlig klar. Aber heute wissen wir, der aufgebaute Geist, das muss ich ja noch erklären nochmal, der schafft es einfach, der schafft es. Und dann, ihr Lieben, kommt noch mehr Motivation zustande, dadurch, dass unser Geist, der Leben ist, uns hinführt zu Gott selbst. Unser Geist kommuniziert mit Gottes Geist und mit dem Vater, mit dem Jesus, Herrn Jesus. Und das ist so schön. Und so lustvoll. Und wahrscheinlich den meisten von uns immer nur in diesen von mir so beschriebenen Formen punktuell hin und wieder einmal verfügbar gewesen. Aber das soll mehr werden. Das soll zusammenfließen zu einem Leben in der Gegenwart Gottes. Das ist dann so schön, dass es dafür keine Konkurrenz gibt. Ich schlage euch mal nur als Beleg auf, ohne es weiter jetzt auszuführen. Psalm 16. Ab Vers 8, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Also, dein neuer Geist und der Heilige Geist zusammen, die befähigen dich, den Herrn zu sehen. Vor Augen. Steht ihr mir zu Rechten, so werde ich festbleiben. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher liegen. Ganz wichtig. Du sollst eine gute Nacht haben. Gut ruhen. Nicht jetzt, aber heute Abend. Gut ruhen. Denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen, noch zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Hört ihr? Weg zum Leben. Doppelpunkt. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Richtig, Wonne. 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 Halleluja. Das wäre also drittens als etwas, was dich motivieren soll. Wenn diese ersten beiden Voraussetzungen gegeben sind, dann sollst du erleben, wie du hingeführt wirst zum Herrn selbst. Und wie das sehr, sehr schön ist. Und jede konkurrierende Lust, die aus deinem Fleisch kommt, abschlagen wird. Und viertens noch, wenn du so geführt wirst, wenn du erlebst, wie der Herr in dir Wünsche und Neigungen und Gedanken aufbaut, dann sollen die ja auch zu einem Erfolg führen. Und du sollst dann auch ankommen. Du sollst nicht nur Hoffnung haben und dann soll die Hoffnung sich zerschlagen, nein, du sollst ankommen, regelmäßig ankommen, ohne Verletzung ankommen. Und an der Stelle, wo du hin wolltest und wo der Herr dich hinhaben will, und du sollst dann auch noch ernten können. Du sollst sehen können, dass es Spaß macht und dass es verlässlich ist und dass der Ertrag da ist. Das sollst du erleben. Aber noch einmal, schon die Führung ist lustvoll. Das ist mir heute Morgen noch einmal, als ich diese Predigt durchgegangen bin, so deutlich geworden. Ich spürte, wie der Herr mir sagt, lass diesen einen Punkt nicht aus. Der eine Punkt lautet wie folgt. Wenn auf der Erde in dem System von Wünschen, Wollen und Trachten und dann vielleicht auch Bekommen, wenn dann unter diesen Voraussetzungen jemand von einem bestimmten lustvollen Gedanken gepackt wird,
dann ist die ganze Lust, die auch schon da ist, eigentlich bezogen auf den Augenblick, wo der Betreffende im Sichtbaren ein Resultat bekommt, eine Erfüllung bekommt. Alles andere ist nur Vorfreude. Und so sind alle unsere Wünsche, alle unsere Gedanken immer bezogen auf den großen Augenblick, wo wir dann die Erfüllung bekommen. Und die sollen wir auch, wenn wir das andere, das göttliche Verfahren wählen und erleben, auch erfahren. Aber der Unterschied ist der, wenn der Herr dich treibt, dann ist in dir schon in diesem geführt und getrieben werden so viel Freude und so viel Lust enthalten, dass das schon für sich ein einziger Genuss ist. Fast die Hauptsache. Und aber obendrein kommt das Resultat hinzu. Interessant ist in diesem Fall Römer 8, Vers 16. Vielleicht können wir es mal an die Wand werfen. Da heißt es, dass Gottes Geist und unser Geist zusammen bezeugen, dass wir Kinder Gottes sind. Also unser Geist, unser Ich, und der Geist Gottes gemeinsam, sie laufen in innerer Übereinstimmung auf diese Aussage zu, die wir erleben können, deswegen wir sie auch gemeinsam bezeugen, wie sie auch bezeugen können: Ich bin Kind Gottes. Und als Kind Gottes bist du jemand, der das Recht hat, beschenkt zu werden. Unsere Kinder müssen nicht produzieren. Unsere Kinder müssen ihren Unterhalt nicht selbst verdienen. Unsere Kinder müssen sich nicht durch das Leben durchbeißen. Sie kriegen das alles von uns Eltern umsonst und mit Freuden. Das ist der Rahmen. Und das gilt auch in diesem Zusammenhang, ihr Lieben. Der Herr will, dass wir uns als Kind Gottes erleben. Nicht, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, als kleines, niedliches Baby, das nur quaken und quietschen und in die Hose machen kann. Das ist auch richtig, ja. Vor allem in den ersten Wochen und Monaten deines geistigen Lebens, ja. Wenn du dich heute für diesen Vater entscheiden solltest, worum wir dich dringend bitten, wirst du erleben, dass du in den ersten Wochen und Monaten einfach nur geliebt wirst. Auch nachher wirst du geliebt. Aber am Anfang kannst du alles tun und lassen, was du willst, ja. Du bist total vogelfrei. Du kannst jeden Tag 5-mal in die geistlichen Windeln machen und der Herr freut sich darüber. Halleluja. Und du wirst Milch bekommen, amass. Aber nach einiger Zeit kommt der Kostaufbau. Allemal. Etwas Gemüsesuppe, ein bisschen Meerbrei, geistlich, rede von geistlichem Brei natürlich, ja. Und dann wird es immer stärker und du sollst bald bei Steaks landen. Steaks ist Römer 5, Römer 6, Römer 7 und Römer 8. Okay. Und du sollst erleben, dass du an der Seite eines großen, mächtigen, wohlgesonnenen Bruders bist. Und unter einem fantastischen, makellosen, liebenden Vater. Vater und Liebhaber zugleich. Und du sollst versorgt werden. Das ist der Rahmen für dein Geführtwerden. Kommen wir zum letzten Punkt. Eine bestimmte Voraussetzung für das Geführtwerden und gleichzeitig eine Frucht deiner Charakterentwicklung, beides, ist die, dass dein Geist sanftmütig wird. Und Sanftmut ist, wie ihr wisst, ihr könnt es vielleicht mal sehen anhand von Galater 5, 22, eine Frucht des Geistes. Da hier ist es nur nicht beschrieben. Also Geduld und Frieden zusammen. Eine Frucht des Geistes. Diese sanftmütige Gesinnung, sie ist ganz, ganz kostbar. Ein Teil der Frucht, der Furcht des Herrn, Milde, ein Teil von göttlicher Weisheit, die zu großem Anteil identisch ist mit der Furcht des Herrn, ist Milde mit Frieden. Und weißt du, diese Charaktereigenschaften,
die musst du nicht erarbeiten, die musst du nicht herbeibeten. Du kannst sie und sollst sie wünschen und wollen, aber sie kommen einfach. Sie entwickeln sich mit vielen anderen Eigenschaften, die nicht guten Eigenschaften, die nicht in Galater 5, 22 erwähnt werden. Das sind ja nur einige wenige, eine Auswahl. Die entwickeln sich aus deinem Geist. Und wenn die Sanftmütigkeit da ist, diese Milde, diese Freundlichkeit, diese Güte da ist, dann kannst du die von Gott kommende Führung annehmen. Dann ist es keine dagegen gerichtete Opposition in dir. Dann lässt du dir etwas sagen. Und dann wirst du jemand, der den Erdkreis besitzt und beherrscht. Die Sanftmütigen. Ich bin besonders scharf auf diese Tugend. Aber ich habe es erkannt, so gerade in den letzten Wochen und Monaten, die kann ich nicht erarbeiten. Die muss in mir wachsen. Ich kann sie wollen. Aber ich kann eigentlich nicht mehr machen, als meinen Geist von Gottes Geist trainieren lassen und das Wort Gottes hineinkippen und darauf achten, dass meine Gedankenwelt nicht im Gegensatz zu dem, was das Wort sagt, läuft und dass ich mich nicht selbst stranguliere und hart mache, sondern dass ich Geschenke annehme und beanspruche auf meinem allerheiligsten Glauben. Und das mache ich. Und das rate ich jedem von uns. Und dann erleben wir, dass Frucht wächst. Alle Formen von Frucht, die wir brauchen. Unter anderem auch diesen sanftmütigen, freundlichen, gütigen Geist. Und wisst ihr, das ist eigentlich das Tolle dabei. Das muss man innerlich so mit einer gewissen Anschauung einmal erfasst haben. Du kannst nicht mehr investieren als diese Tugend zu haben, zu wollen. Du kannst nicht mehr machen. Ansonsten ist dein einziger Beitrag der, dass du diesen Baum deines Geistes, und der Herr ist ja in dir und er ist der Baum des Lebens, dass du ihn mit Dünger und mit Wasser, mit Regen nährst, mit dem Worte Gottes natürlich. Du kannst nicht mehr machen. Keiner von uns stellt sich vor seinen echten biologischen Apfelbaum und sagt, nun wachse doch mal, und schreit die Knospen an und sagt, werde mir auch wirklich ein Apfel. Ich will keine Pflaumen, ich will Äpfel. Niemand macht das. Das ist so albern, dass allein alles sich in mir sträubt, auch nur dieses Beispiel zu nennen. Das ist einfach blödsinnig. Wisst ihr was? Und so ist es auch mit uns. Du hast die Erlaubnis, und der Herr sagt es ja ausdrücklich an anderen Stellen, die ich jetzt nicht erwähnen möchte, du kannst danach streben, unbedingt. Aber wenn du dann einfach deinen Geist zum Wachsen bringen lässt, dann kommt das mit anderen Tugenden in dir hoch. Und die Sanftmütigen, die Freundlichen, die Gütigen, die Milden, das sind diejenigen, die auf seine Stimme hören, die sich korrigieren lassen. Korrektur brauchen wir doch noch, immer wieder. Und die dann zum Gehorsam fähig sind. Und deswegen wollen wir uns einmal zum Schluss noch anschauen, Johannes 10, 1 bis 5. Da sagt der Herr, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe, dem tut der Türhüter auf, das ist sicherlich der Heilige Geist, und die Schafe hören seine Stimme, und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie raus. Und wenn er all die Seinen hat herausgelassen, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Vielleicht nur bis hier, das reicht schon aus. Unser Herr ist der gute Hirte. Wirklich nicht nur ein Hirte, sondern ein guter Hirte. Und er kommt durch die Tür.
Er kommt nicht von der Seite, er kommt nicht von hinten, er überrumpelt dich nicht, er kassiert dich nicht, er manipuliert dich nicht, sondern er kommt von vorne, erklärt, was er vorhat. Und du wirst seine Stimme kennen und hören, und er kennt deine Stimme. Und wenn er deine Stimme kennt, dann, Lieben, dann kennt er deine Identität. Und dann ist auch ganz gut, dass du dich selbst kennst. Du musst deine geistliche Identität kennen. Wenn es das Wort Gottes sagt, im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, dass wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch kennen, sondern nur noch geistig kennen, dann können wir wohl davon ausgehen, dass unser Herr erst recht uns vor allem geistlich sieht. Und er wird deine ganz typische Identität, er wird sie wahrnehmen und erleben, wahrscheinlich sogar auch riechen und sich darüber freuen. Aber die Frage ist, kennst du deine eigene geistliche Identität? Kennst du dieses typische, ganz andere Lebensgefühl und Ich-Erleben als Kind Gottes mit einem neuen Geist? Oder sagst du nur, ja, nachdem ich das jetzt 12 Wochen gehört habe, glaube ich, dass ich einen Geist habe, aber ich habe noch nicht gefühlt. Okay, wenn du so ehrlich das bekennen musst, dann ist es gut, dass du ehrlich bist. Aber lass dir sagen, das kann und das soll sich ändern. Du kannst und du wirst es erleben, dass indem du diese Schritte gehst, die du laufen hörst, dass du erfährst, wie sich in dir dein Geist ausbildet, wie du ein neues Ich-Verständnis bekommst, wie du deinen Geist anfängst zu erleben, wie du dich nicht mehr erlebst als irgendein Mensch, ein Kind in die Welt geworfen, wie es die Theologen so gerne sagen, und der sich dann nun abschrampeln muss und zusehen muss, wie er durchkommt, sondern du erlebst dich als jemand, der geliebt ist. Und du erlebst den Liebhaber in dir, in dir, in dir, nicht draußen, in dir, Halleluja, er ist in dir. Und du erlebst, wie das sich anfühlt, geliebt zu sein. Und du erlebst die Steigerung an Wertgefühl. Du bist nicht mehr ein kleines Rädchen in dem großen Universum, völlig unwichtig und zu übersehen. Nein, du bist ein geliebtes Kind Gottes, das der Herr mit Bedacht vor Ewigkeit so gemeinsam mit dem Vater geplant hat. Und jetzt bist du da. Und der Herr sieht das und tausende Engel sehen das, wie immer mehr dein Geist wächst und wie du dich übernatürlich erlebst. Ja? Du sollst dich nicht mehr als ein Nichts oder als ein Wicht erleben. Das ist keine Demut. Das habe ich gewusst, dass das wieder so klappert. Ja? Das ist keine Demut. Das ist keine Demut. Hör dir das an. Du sollst dich erleben als ein Beschenkter. Als ein Beschenkter. Nicht in geistiger Arroganz. Hier komme ich. Nicht so, nicht so. Du sollst dich erleben als einer, der vom Herrn maßlos geliebt ist und der darauf besteht, dass er sagt, du gehörst zu meiner Familie, du gehörst mir, du hast mein Wesen, du hast meine Gerechtigkeit, das ist quasi unser geistiges Blut in dir. Das sollst du erleben, unbedingt erleben und spüren. Und erleben, dass dann da die Autorität in dir kommt, die dich nicht zum Missbrauch verleiten wird, weil sie gepaart ist mit totaler Demut und Abbau des Fleisches. Du kannst dann, wenn das so in dieser richtigen Mischung zustande kommt, du kannst nicht ein stolzes Monster werden, vor dem sich alle ducken müssen. Nein, na, es geht nicht. Du wirst ganz weich sein und doch souverän. Ganz demütig und doch auch voller Autorität. Ja? Ganz sanftmütig und zurückhaltend und doch stark. Das ist eine Mischung, die es sonst auf dieser Erde einfach nicht gibt. Die gibt es nicht. Aber wollen wir sie sein? Willst du sie sein? Halleluja. Und dann bist du ein Schaf. Ein herrliches Schaf. Wir haben es vor 2 Wochen, oder war es vor 1 Woche, gehört, dass die göttlichen Schafe aufgrund ihrer Sanftmut eine besondere Qualität haben. Nichts erzeugt mehr Terror in der Unterwelt als ein ganz sanftes göttliches Schaf. Das ist unertragbar erträglich für sie. Und du bist Kraft deiner Sanftmut im Bild ein Schaf. Und du hörst seine Stimme. Du hörst nicht nur die Worte, das natürlich auch. Das, was er inhaltlich dir Gutes und Wichtiges sagt, hörst du natürlich auch, gar keine Frage. Aber du hörst auch seine Stimme, den Klang seiner Worte, den Tonfall seiner Stimme.
Also, damit es zu verstehen, diese bestimmte, ganz typische Atmosphäre, die sich in dir ergibt, wenn er zu dir redet. Da ist nichts Bedrängendes dran, da ist nichts Scharfes und Hartes dran, keine Verurteilung, keine Kritik, nichts, was dich niedermacht und dich fertig macht, nichts davon. Die ist voller Liebe und ganz sanft und doch ganz bestimmt und baut dich immens auf. Das ist so die Entsprechung von dem, was der Begriff Stimme meint. Du hörst sie. Und diese Lammesnatur ist die Voraussetzung zum Hören, zum Gehorchen und zum Folgen. Das heißt ausdrücklich, sie folgen ihm. Und deswegen will ich dich fragen, hast du sie oder willst du sie haben? Willst du sie haben? Höre. Es gibt kaum etwas Schöneres, und ich gebrauche wieder ein Lieblingswort von mir, etwas Lustvolleres, als Sanftmut. Weil der Sanftmütige ununterbrochen begleitet ist von göttlicher Zustimmung und göttlicher Bejahung und göttlichen Affekten, Freude und Frieden und Bestätigung, ununterbrochen. Und du kannst sie empfangen, das hast du heute gehört, ohne Qual, ohne Anstrengung. Und nun habe ich in meinem Manuskript noch die Frage, was ist zu tun? Das habe ich ja schon viele Male heute gesagt. Es ist wirklich so, du musst nur deinen Geist fördern. Das Wort Gottes lesen. Mit der Frage, was sagt es mir über mich und über meinen Herrn, was er für mich ist, was er für mich getan hat, was er jetzt tut, was sagt es über mich, was der Herr schon getan hat, was er mit mir vorhat. Was sagt das Wort über die Welt, was ich nicht mehr ist, was ich nicht mehr zu befürchten habe? Was sagt das Wort über den Teufel, was er auch nicht mehr ist? Und so das Wort nehmen und das Wort tun. Das Wort tun heißt erst einmal das Wort bearbeiten, hören, sehen, durchmeditieren, davon träumen, singen, sagen, auswendig tun, auswendig lernen, ergreifen. Essen. Alles ist gemeint. Und natürlich mit diesem allerheiligsten Glauben, der in Judas 20 steht, dann auch ergreifen. Wisst ihr, wir sind ja Menschen, wenn wir durchs Leben gehen, ergreifen wir mit dem, was wir sehen und hören, was wir verstehen und was wir haben wollen und bejahen wollen, alles Mögliche. Wir ergreifen im Laufe einer Woche hunderte von Informationen, im Laufe unseres Lebens tausend und zigtausende von Botschaften, die wir reinnehmen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie wir gefüllt sind. Und nun kommt der Herr und sagt, nimm das Wasserbad des Wortes, schwemm alles andere raus und mit dem allerheiligsten Glauben ergreife, im Sinne von reinziehen, sich aneignen, diese Wohltaten meines Wortes. Und dann im Sprachengebet ruhig, wenn du willst, stundenlang vor dem Herrn verweilen. Oder meinetwegen 5 mal 10 Minuten. Oder denk auch an die Nachtstunden. Und anbeten. Gott alle Zeit für alles danken. Und vor allem die Erneuerung deines Denkens. Das alles baut dich auf. Und dann kommt in dieser einer Verzahnung von diesen Wahrheiten der Effekt zustande, den wir heute betonen. Nämlich, dass wir diesen sanftmütigen, freundlichen, gütigen Geist bekommen, der dich führbar macht und korrigierbar macht und der, was noch wichtiger ist, von vornherein dafür sorgt, dass in dir die richtigen Impulse und Wünsche hochkommen. Und wenn dieser dein Geist Leben ist und Leben bewirkt und den Heiligen Geist einlädt, und wenn du das Wort hast, dann wird unvermeidbar die Folge sein, das ist wirklich der letzte Gedanke, dass du etwas erfahren wirst, was unser großes Vorbild, Jesus, schon erlebte. Ich lese einen Vers vor aus Apostelgeschichte 10, Vers 38. Und diesen Jesus von Nazareth, gesalbt mit Heiligem Geist und Kraft, dieser ist umhergezogen
und hat wohlgetan und gesund gemacht alle, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Heute will ich wieder so als Ausblick am Ende der Predigt euch das so nahe bringen, wie das aussieht. Wir werden geführt, getrieben und ziehen herum. Du ziehst jetzt nicht von Flensburg nach Garmisch-Partenkirchen und von Aachen nach Cottbus. Du ziehst überwiegend in deiner Umgebung herum, in Steglitz oder Langwitz oder Neukölln oder in Reinickendorf, in deiner natürlichen Umgebung. Aber du wirst herumgeführt und du bist auch gesalbt, wie Jesus, mit Kraft gesalbt, weil dein Geist in dir gleichsam dieses Salbungsreservoir ist. Und du wirst wahrscheinlich nur herumgeführt in einer ganz nahen Umgebung. Aber höre, nicht nur erst mit dem heutigen Tag, auch mit 100 mehreren Sonntagen wirst du erleben und sollst du erleben, wie der Heilige Geist in dir redet und dabei auch dich gleichzeitig führt und sagt, die Zeit ist gekommen, wo du nicht mehr für dich selbst lebst. Die Zeit ist gekommen, wo du einen Auftrag versiehst und das mittendrin im Leben, schier nebenbei, aber doch mit meiner vollen Bestätigung und mit meiner vollen Führung. Die Zeit ist gekommen, wo sich wunderbare Gelegenheiten ergeben werden, wo du nicht nur vor der Kasse bei Aldi oder Lidl oder sonst wo stehst und daran denkst, hier komm ich schnell nach Hause, sondern wie du siehst, wie jemand in Verlegenheit ist und wie du ihm hilfst, mit einem ganz freundlichen, mit einer herrlichen Gesinnung. Ja? Und die Zeit ist gekommen, dass der Betreffende Gefallen an dir findet, ein Gespräch sucht und offenbaren wird, dass er in Nöten ist. Ja? Und dass du dann einfach deinen Segen auf ihn oder auf sie legst. Die Zeit ist gekommen, dass es stattfindet in der Schule oder auf der Kollegbank in der Uni oder aber im Seniorenzentrum oder an deinem Berufsplatz oder wo es sonst sein mag. Und du wirst erleben, da ist keine Spannung mehr. Ich glaube schon, dass du nur eine kleine Schwelle schon überschreiten musst. Ich will es auch nicht überziehen. Ich glaube, du musst dir einen kleinen Ruck geben. Aber in dem Maße, wie dein Geist wächst und wie er anfängt zu wirken, dich zu entfalten und wie Gefühle von Liebe und Erbarmen aus sich herauskommen, in dem Maße wird diese Schwelle immer geringer. Du wirst sie gar nicht spüren. Vielleicht beim ersten Mal wirst du sie noch spüren. Aber du wirst erleben, es fließt was aus dir raus. Und ich sage dir, lass es fließen. Lass es fließen. Lass es fließen. Leg die Hände auf, in einer schönen, keuschen Weise, nachdem du vielleicht gefragt hast, ja, oder sprich ein Wort des Segens, oder einen sanften Befehl, was immer es sein mag, aber fang an, jemand zu sein, der in den Fußtapfen des Herrn herumgeht, erstmal nur in deinem natürlichen Bereich, und dann noch weiter, ihr Lieben, wir wollen herumgehen durch Berlin, wir werden nach einiger Zeit Stadtteilarbeiten schaffen, die in der Woche zusammenkommen. Am Sonntag karren wir sie alle nach Reinickendorf auf dem Berg da, wo die Gemeinde auf dem Weg, auf dem Berg ist. Ja. Aber wir werden ganz sicher mit anfangen. Wir haben vor, Brandenburg zu durchwirken, aber das können wir nur übernatürlich. Der Herr bewahre uns vor irgendwelchen am Schreibtisch ausgehegten Missionsstrategien. Die haben alle eins gemeinsam. Sie funktionieren nicht. Aber wenn eine Versammlung von geistgefüllten, von Liebe gedrängten Gläubigen losgelassen wird, Halleluja, und vom Heiligen Geist sanft durch die Landschaft getrieben, geführt wird, dann können außerordentliche Dinge passieren. Halleluja. Viel Ermutigung, viel Heilung, viel aufgebaut werden, viel, viel Freude. Herrliche göttliche Interventionen kommen durch dich zustande. Der Herr steht zu dir. Wenn in dir das übernatürlich, mein letzter Satz im Rahmen der Predigt, wenn in dir das Übernatürliche wächst, dann bist du imstande, um dich herum Übernatürliches anzustoßen. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Hat euch das gefallen? Hat euch das gefallen? Okay, haben wir ja. Wir werden das Folgendes machen. Wir werden gemeinsam beten. Ich werde dabei
die Chance öffnen, dass man sich für den Herrn entscheiden kann. Für diejenigen, die es noch nicht so richtig wissen, soll ich nicht, aber denen sich ein starkes Verlangen spüren mit diesem Reden. Ich weiß, das ist die Adresse, das ist der Herr. Ich habe das gehört und ich glaube das auch. Der manipuliert nicht. Du kannst dich heute entscheiden dafür. Und dann wollen wir sehen, wie der Herr danach noch Heilung bewirkt. Heute wieder etwas anders als die letzten beiden Male, letzten Sonntagabend und am Sonntag davor. Gut, lass uns zum Herrn gehen. Herr, ich danke dir, dass du uns diese Perspektiven eröffnest und auch sicherst. Und du siehst, wie wir zerrissen sind von der Lust, Neues zu schaffen und zu wagen, mit in uns hochkommenden Hoffnungen und der Angst zu scheitern. Wieder mal einem Irrtum erlegen zu sein oder nicht durchhalten zu können. Ich danke dir, Herr, dass du nicht willst, dass wir mit unseren eigenen Kräften unseren Weg gehen, ihn erstmal bahnen, Schneisen schlagen, uns durch das Unterholz von widrigen Umständen hindurcharbeiten, sondern dass du uns führst, souverän führst. Und Herr, wir wollen dir sagen, das, was wir deinem Wort eben entnommen haben, das begehren wir. Wir begehren zu erleben, wie unser Geist anfängt, deine Stimme laut werden zu lassen und deine Gefühle in uns hochzubringen. Wir begehren das und ich danke dir, dass es eigentlich du bist, der dieses Begehren in uns anstößt. Und wir werden es als Gemeinde schaffen. Wir wollen es schaffen. Wir wollen es erleben. Wir wollen heraus aus dieser alten Kluft und diesem Dilemma zwischen Regungen in uns und Regungen deines Geistes. Danke dafür, dass du uns das ermöglichst. Und danke, dass du die Voraussetzungen schaffst, das völlig neue Leben mit dir, wenn wir unser altes Leben dir übergeben. Und ich danke dir, Herr, dass du uns nicht mit Theologie, mit Gedanken, mit Dogmen abspeist, sondern dass du eine wunderbare Beziehung zu uns eingehst, und zwar eine so intensive, wie wir uns das nicht haben vorstellen können, eine Verwandtschaftsbeziehung. Du machst uns zu Kindern Gottes, du vergibst uns unser altes Leben, unsere Unabhängigkeit und machst uns zu deinen geliebten, von dir versorgten Kindern und das für eine ganze Ewigkeit. Und danke dafür, dass die Ewigkeit jetzt und heute beginnen soll. Und ich möchte fragen, während wir so vor dem Herrn sind, wer unter uns hat ein Verlangen, da mit dabei zu sein, ein Kind Gottes zu werden? Du weißt es noch nicht genau oder weißt es ganz sicher, dass du es nicht bist, ja? Und du hast das Verlangen und du hast heute gehört. Das hat nichts mit Mitgliedschaft in einer bestimmten Ortsgemeinde zu tun oder Zugehörigkeit zu einer Konfession. Das ist etwas total anderes. Das ist die innere Beziehung zwischen dir und deinem göttlichen Vater, der bis jetzt nur dein Schöpfer ist, aber dann heute dein Vater werden will, wenn du sein Heil annimmst und sagst, ja, ich übergebe mein altes Leben mit all meiner Sünde, mit allen meinen Taten und Verfehlungen und ich empfange Vergebung und göttliche Gerechtigkeit und ewiges Leben heute. Ich habe es verstanden, es kann nur ein Geschenk sein und ich will mich an diese Bedingung halten. Ich will es auf keinen Fall erringen. Ich durchschaue mich und ich weiß, in mir ist nichts, womit ich das bezahlen kann. Frage, wer möchte das heute erleben? Hab den Mut, das anzuzeigen. Indem du einfach deine Hand erhebst. Heb einfach die Hand und sag, ja, gut, es sind sicherlich noch mehr da. Wer möchte heute dieses wunderbare, für Ewigkeit geltende Ja sagen? Hab den Mut. Wer ist noch da? Wer ist noch da? Okay, danke. Danke, Halleluja. Halleluja. Wer sich gemeldet hat, möge nachher, wenn wir jetzt gleich eine Dienstzeit haben, mit nach vorne kommen und sagen, ich will diesen Herrn in mich einladen. Dann wird der Betreffende, mit dem du betest, dir ein kurzes Gebet vorsprechen und du machst es zu deinem Gebet und dann bist du Kind Gottes. Du bist Kind Gottes. So einfach geht das. Es darf nicht schwerer sein. Es darf auf keinen Fall schwerer sein, sonst gibt es diesen Weg nicht, der dann wirklich in der Ewigkeit landet. Das ist nur ein religiöser Versuch.
Okay.